Wieso liegt hier eine Karte? Die Tür ist zu. Das war nur das, was ich safe wissen wollte. Du siehst es doch, ich streame. Das tue ich gerade bei der Wärme. Man sieht viel, ne? Okay. Hier kommt man so nicht hoch, ne? Nee. Auch nicht so? Nein. Neues Dokument! Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab der MRD. Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Altmauer oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mauer lässt auf Mauer oder Nachtmauer schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten. Aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus der Brust, den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Wieso kann ich mich hier verstecken? Wenn man sich in Spinte verstecken kann, Leute. Ist das kein gutes Anzeichen. Hier hoch kommen wir, glaube ich, nicht. Ne, hier ist auch kaputt. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Hier geht's nur runter. Was haben wir denn hier unten?
Noch ein Dokument. Nummer 8 von bla. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Ah, Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programmes ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch das zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner gedingst sind. Den da sollten wir übrigens nicht anquasseln. Ich weiß es. Ihm zu nahe kommst, bist du tot. Der Raum ist nicht für mich offen. Ah, pack nicht so rum. Ich kann keine weiteren Batterien aufsammeln. Der ist weg. Ich glaube, hier war ich, ne? Ja, hier war ich. Richtig. Wo kann ich lang? Muss ja irgendwie da hochkommen. Ne, muss ja irgendwie zu Vater Marling gelangen. Das weiß zufälligerweise einer von euch nicht, ne? Weil hier kommen wir nicht weiter. Unten ist mein sicherer Tod. Der Aufzug bringt mir natürlich auch nichts, weil er defekt ist. Das ist klar. Hier kann ich auch nichts machen. Ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe. Fängt gut an. Nord. Da hochhangeln kann ich mich ja auch nicht. Und auch das hier. Hopp, okay. PS, das war nur ein Test. Dass ich mich auch überall verstecken kann, ne? Geh vor der Marien.
Ich sehe so viel. Ich glaube, ich bin hier noch auf der sicheren Seite. Och, Kirche, nein! Ich krieg einen Kotzreiz gerade. Wieso jetzt? Hier sind überall offene Türen. Wir gehen hier lang. Ganz ehrlich, nö. Was zum Fick? Batterie mit. Was für ein We. Hi! Habe ich schon nun. Einen Wäscheschacht. Spring da rüber! Hier tue ich nichts. Wie viele Sicherungen brauche ich? Weiß das einer? Wo versteckt sich das Ding?
Aua! Aua! Ist doch Kacke! Aua! Fuck. Ich glaube, ich habe mich gerade erfolgreich zu tief gesetzt. Oder ist das Ding hier? Wer bist du? Ich glaube, ich habe mich offiziell zu tief gesetzt, ne, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ich weiß nicht, wo dieser Wäscheschacht ist. Wo ist bitte dieser Wäscheschacht, den ich da gerade eben habe aktiviert? War der Raum, ja. Cool, ich kann aufs Bett steigen, ohne dass dieses Bett irgendeinen Sinn ergibt. Mach doch eine Fahrt. Für das Spedi-Ziel. Ach so. Aber wo ist bitte schön diese Wäscheschose, die ich da freigeschaltet habe? Ich weiß es nicht.